keine Sorge, meine Damen, die Schlange ist in Bewegung. Siehst du, jetzt kommst du endlich auf unsere Süßigkeiten-Toilette. Ich hätte es zuerst ausgepackt, aber mach, wie du willst. Oh oh, jemand hat es den Müttern verraten. Oh, was werden sie mit dir machen? Sieht aus, als würdest du weit, weit untergehen. Richtig, unter das Meer. Die arme Spinne, wir müssen sie retten. Komm schon, Spinnenfänger, mach dein Ding. Unsere kleine Ärztin ist an der Arbeit. Diese Spinne ist also eine Mama. Füllen wir dich wieder auf und nähen dich zusammen. Und das Pflaster nicht vergessen. Manche Toilettensitze können mörderisch sein. Hey, guck mal, ein Mochi-Squishy. Was glaubst du, wie es dorthin gekommen ist? Vielleicht kannst du uns auch helfen. Oh, du hast sogar Freunde mitgebracht. Sie sind nicht nur niedlich, sondern auch ziemlich weich. Wow, wir treffen hier die seltsamsten Leute. Und sie hinterlassen sehr interessante Geschenke. Was glaubst du, was da drin ist? Schleim. Genau das Richtige für ein Meerjungfrauenbad. Sie verbringen auch so schon genug Zeit im Wasser. Für besonders glitzernde Schuppen mischen wir Glitzer unter. Und es macht einfach so viel Spaß, damit zu spielen. Hoppla, fang das Klopapier. Ich weiß, schnapp dir die Puppe. Und gib eine Spule auf die Rückseite. Klemme nun die Rolle an seine Hände. Häng ihn auf und das Papier bleibt an Ort und Stelle. Jemand hat sein Haar hier drin vergessen. Und es ist noch dran. Sie braucht einen Sitz in ihrer Größe. Wir brauchen eine Flasche. Füge einen Deckel und ein paar Steinchen hinzu, um alles aufzupeppen. Ein Tank ist das i-Tüpfelchen. Probier's doch einfach mal. Okay, wir brauchen eine neue Toilette. Oh, das Einhorn hat einen neuen Sitz. Vorsicht, ihr wollt es doch nicht kaputt machen. Nein! Woher sollen wir jetzt einen neuen herbekommen? Das kostet im Baumarkt etwa 20 Flocken. Warte, die Süßigkeiten wollen uns helfen. Ordne sie und schmelze sie ein. Dieser Sitz sieht so gut aus, dass man ihn essen könnte. Jetzt können wir diese Toilette verschönern. Keine Frage, das ist der beste Platz im Haus. Vorsicht, die Seife ist wirklich glitschig. Armes Püppchen, lass uns diese Teile nehmen. Und drückt sie in den Sand. Eine Muschel für den Rumpf und etwas für den Kopf. Gieße etwas Flüssigseife darüber. Sobald es trocknet,
hast du Seife mit mehr Reichweite. Ah, das hilft wirklich bei den schwer zugänglichen Stellen. Und es reinigt wirklich die Nebenhöhlen. Und es gibt einen Arm für jedes Bein. Entsorge es ordnungsgemäß. Tja, wir haben Nemo gefunden. Zeit, angeln zu gehen. Armer Clownfisch. Warum räumen wir nicht dein Haus auf? Diese Badebombe reinigt sie praktisch für dich. Und es gibt sogar einen Preis. Aber jetzt fügen wir einen Ballon hinzu. Lass ihn platzen. Sie ist wie neu. Jetzt fehlt nur noch ein Fisch. Hey Kumpel, hier ist besetzt. Und du verteilst überall Limonade. Schalten wir das Schwarzlicht ein. Wir brauchen wirklich einen Sitzbezug. Oder noch besser, einfach mit Toilettenpapier bedecken. Hoffentlich ist die nächste Toilette sauber. Tut mir leid, ich hab's heraufbeschworen. Tja, sie wird sich nicht von selbst reinigen. Einen Schwamm in die Mitte legen. Und vielleicht hilft ja auch ein Regenbogen. Das ist ein doppelter Regenbogen. Hol dir für den nächsten Teil ein paar Handschuhe. Nimm den Schwamm und wische drauf los. Happy Birthday! Wünsch dir was! Aber wer braucht schon einen Wunsch? Wir haben doch einen Löffel! Schau nur, was du damit machen kannst. Und schon bald ist die ganze Bande da! Schätze, die Klopapierpuppe hat gerade Mittagspause. Nein, dein Handy! Danke, Rückspultaste. Versuchen wir es nochmal. Mit einer Angel. Häng dein Handy dran. Denn es wird gleich weggespült. Aber keine Sorge, du kannst es wieder zurückholen. Wahrscheinlich solltest du es nur desinfizieren. Sieht aus, als wäre es Zeit zum Schlafen. Eine Badewanne ist nicht gerade ein Bett, oder? Und vielleicht brauchst du nur ein Kissen. Warte, nein, nehmen wir einfach diese Plastiktüte. Leere sie aus und fülle sie mit Wasser. Warum nicht noch etwas Farbe? Jetzt verschließ sie gut, drücke sie fest zusammen und ruhe deinen Kopf darauf aus. Ja, vielleicht nach ein paar Pieksern. Oh hey, hier gibt es eine Waschmaschine. Schau mal, was da drin ist. Eine Muschel und ein paar Stifte. Denk an all den Spaß, den wir haben könnten. Etwas Farbe ist genau das, was dieses Porzellan braucht. Ach, schau mal, ein Delfin. Irgendwelche Wünsche? Bis jetzt hat keiner angebissen. Wow, das ist SpongeBob. Genau das, was wir für die Badezeit brauchen. Ein Süßigkeitenautomat. Und ich glaube, heute ist unser Glückstag.
einmal drehen und Gewinn sichern. Und du musst dir keine Gedanken über Wertmarken machen. Cool. Sieht aus, als wäre da jemand verknallt. Wow, wie er seine Haare wirft. Kann er das auch in Zeitlupe? Oh, oh, sieht aus, als hättest du Konkurrenz. Oh nein, keine Flüssigkeiten. Ihre einzige Schwäche. Hab ich schon erwähnt, dass sie eine Meerjungfrau ist? Armes Ding, ohne Beine zum Aufstehen. Hey, seid nett. Vielleicht kennt sie SpongeBob. Na, die können was erleben. Wir haben einen Strandtag. Und schau mal, du hast eine Muschel gefunden. Was zum... Oh, das nenne ich ein Haus am Strand. Es gibt sogar eine kostenlose Schatztruhe. Probieren wir zuerst eine Pickelzange. Zeit zum Schaufeln. Und ich spreche nicht von Eiscreme. Ist sie zum Teil ein Narwal oder ist das ein Fisch? Okay, wir brauchen eine Pinzette für diesen Job. Frischer kann ein Fisch nicht sein. Fertig mit dem Essen? Gut, dann lass uns die Zähne putzen. Diese spezielle Zahnbürste sollte helfen. Trag einfach Zahnpasta auf. Jetzt kannst du schwer zugängliche Stellen auf einen Schlag erreichen. Dann gehen wir auf Nummer sicher mit mehreren Schlägen. Okay, das sollte reichen. Zeig uns deine perlweißen Zähne. Wer hätte gedacht, dass eine Fischdiät Mundgeruch verursachen kann? Na, deine Zunge braucht eine ordentliche Schabung. Viel besser, wir sind wieder im Rennen. Wow, deine Haut trocknet wirklich aus. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass du dich in eine Fidschi-Meerjungfrau verwandelst. Schon okay. Diese elektrische Bürste sollte helfen. Verabschiede dich von diesen Fischschuppen. Ich meine Hautschuppen. Wir haben einen Besucher. Eine Schnecke. Und er verwöhnt dich mit einer kostenlosen Massage. Hab ich schon den selbstgemachten Schleim erwähnt? Du hast das 2-für-1 Angebot. Denk dran, dass wahre Schönheit von innen kommt. Also, lass uns das Innere entrümpeln. Diese Ohren könnten eine Reinigung vertragen. Jetzt können wir endlich den Kerzenladen eröffnen. Oh oh, deine tierische Seite zeigt sich. Probieren wir diese Haarentfernungsstreifen aus. Kleb es in der Mitte auf und mach aus einer Augenbraue 2. Kümmern wir uns jetzt um die Schnurrhaare. Ich würde empfehlen, auf etwas zu beißen. Sieht toll aus. Schön glatt. Als nächstes kann dieses Gummiband helfen, die Lippen etwas aufzupolstern. Du bist bereits zum Teil Fisch. Warum nicht auch ein bisschen Ente? Oh, dir ist ein Fisch ins Netz, in den Strumpf geraten. In die Freiheit, kleiner Freund. Ah, vergiss es. Tja, mit diesen Strumpfhosen können wir Spaß haben. Trage Make-up auf.
und verleihe deinem Gesicht eine ganz neue Textur. Sieht toll aus und hört nicht bei dem Gesicht auf. Was kommt als nächstes? Eyeliner-Schablonen. Jetzt kannst du endlich deine Augen passend zu deinen Wangen bemalen. Fügen wir etwas Glitzer hinzu, oder wie ich es gerne nenne, Schuppen. Und jetzt noch ein paar Perlen. Wir haben jede Menge davon. So schön, dass du deine Augen gerne selbst sehen wollen würdest. Aber lass uns was gegen diese Frisur tun. Andererseits waren die Zöpfe vielleicht gar nicht so schlecht. Keine Sorge, diese Spiralhaarwickler sollten helfen. Rolle sie einfach auf den Haken. Und fahre mit dem Haar durch. Oh, das gefällt mir. Sehr farbenfroh. Oh, stimmt. Es braucht etwas Zeit zum Wirken. Und dann nimmst du die Rollen wieder ab. Jetzt hat dein Haar viel mehr Sprungkraft. Und dieser Wimpernkleber wird helfen, dein Haar in eine beliebige Form zu bringen. Jetzt noch ein paar letzte Details. Und du hast dein eigenes Diadem. Jetzt Maden. Hast du eine Pinzette? Essstäbchen könnten helfen, wenn du wüsstest, wie man sie benutzt. Bloß gut haben wir einen Stäbchenhalter. Hab ich schon erwähnt, dass das auch eine Giraffe ist? Rette die Maden, vielleicht könnten wir sie als Köder benutzen. Dieser Schwanz könnte auch etwas abgestaubt werden. Unser Wedel sollte dich wieder auf Vordermann bringen. Ah, vielleicht hast du etwas zu viel Staub gewischt. Schon okay. Nemo hat das im Griff. Und noch wichtiger, er hat Glitzer. Noch ein paar Mal drücken und schon bist du am Glänzen. Was ist das? Oh nein, ein Fischnetz. Und eine Schere ist die Rettung. Weißt du, dieses Netz könnte ein modisches Statement sein. Schneide es noch etwas zu und schon ist es ein neues Oberteil. Und einige Muscheln helfen bei der Dekoration. Eine Meeresflora ist auch sehr nützlich, wenn du etwas Farbe brauchst. Was können wir noch verwenden? Oh, eine Riesenmuschel. Wir könnten eine Perlenkette machen. Oder noch besser, ein brandneues Bikini-Oberteil. Oh nein, die Fischer sind wieder zurück. Und sie haben Haken dabei. Aber vielleicht könnten wir sie besser nutzen. Biege sie in Form. Leg sie auf ein Stück Plastik. Schneide um das Motiv herum und trage etwas Kleber auf. Bringe es mit Glitzer und Steinchen zum Glänzen. Jetzt ist es die perfekte Flosse für dein Ohr. Wow, dein Meerjungfrauen-Makeover ist endlich komplett. Wie kommen wir jetzt hier raus? Okidoki. Zeit, ihren neuen Look zu zeigen. Wie sie die Haare wirft. Ich sehe, der Schüler ist zum Meister geworden.
sieht aus, als wäre er beeindruckt. Und sie fühlt sich bedroht. Wow. Wo bekommt sie ständig das Wasser her? Gut für sie. Jetzt kann sie ihre neue Flosse vorzeigen. Love is in the air und unter Wasser. Ziemlich fischiges Zeug, aber auf die gute Art. Bis zum nächsten Mal.